reserviert für Rick Martin, geboren 1843, gestorben. Es ist dein Grab, Rick. Wie aufmerksam von euch, Beth. Ihr wartet also auf meine Beerdigung? Ja, wir sind sogar bereit, dir einen Kranz zu spendieren. Danke. Wer hat denn das Grab bestellt? Der Stadtrat. Du bist der Gemeinde ein Dorn im Auge. Die guten Leute haben es satt, dass die Fremden immer das Haus des berühmten Banditen sehen wollen. Sie wollen ihnen lieber zeigen, wo du beerdigt bist. Und von dir erwarten sie, dass du mich erschießt? Selbstverständlich. Oder dass ich dich morgen hänge. Dann häng mich lieber heute Abend. Morgen bist du beschäftigt. Ich wundere mich, dass du wieder da bist, Rick. Was ist los? Quentin will morgen früh mit seinen Leuten die Stadt überfallen. Quentin? Woher weißt du denn das? Das weiß ich von ihm selbst. Er hat sich eingebildet, dass ich mitmache. Ich kann mir nicht vorstellen, was sich Quentin von einem Überfall auf unsere kleine Stadt verspricht. Frische Pferde und Proviant. Außerdem hat er gehört, dass sein alter Freund Bert hier Sheriff geworden ist. Bert Davis, der früher zu seiner Bande gehört hat. Damals habe ich mit Quentin Banditen gejagt. Ich habe ihn verlassen, weil er selber ein Bandit geworden ist. Wie groß ist seine Bande jetzt? Er hat ungefähr noch 15 Mann. Ich will dir was sagen. Ich vergesse, dass ich dich gesehen habe, wenn du gleich abhaust. Aber mache einen Bogen um die Stadt. Ich habe gehofft, dass ihr mich vielleicht bei der Party brauchen könnt. Brauchen könnten wir dich bestimmt. Aber es kommt auf den Stadtrat an. Und da gibt es lange Gesichter, wenn ich deinen Namen nenne. Willst du es nicht wenigstens mal versuchen? Ich füttere mein Pferd und warte auf Bescheid. Also schön, ich will dir den Gefallen tun. Ich werde den Stadtrat zusammenrufen. Robert Colton, ermordet von Rick Martin. James Colton, ermordet von Rick Martin. William Colton, ermordet von Rick Martin. Ermordet? Du weißt, dass es ein fairer Kampf war, sonst hätte man mich vor Gericht gestellt. Ja, aber ich kann die Bevölkerung nicht überzeugen. Die meisten behaupten, dass du an diesem Tage nur in die Stadt geritten bist, um die 3 Coltons abzuknallen. Ja. Es hat damals auf alle einen furchtbaren Eindruck gemacht, Rick. Sie haben es nicht vergessen. Revolverhelden sind bei ihnen sowieso nie beliebt gewesen. Warum treiben die sich hier rum? Meinetwegen bestimmt nicht. Rick Martin, der schnellste Schütze von Wyoming. Das wird so gesagt. Ich möchte nicht ausprobieren, ob es wahr ist. Dann bleibe hier stehen. Vielleicht probiere ich es mal aus. Bist du wahnsinnig geworden? Bei dem hast du kein Glück. Meinst du? Der lange Kerl bietet doch ein großartiges Ziel für einen Treffer. Auf die Schnelligkeit kommt es an. Das ist wichtig. Rick Martin schießt, ehe du dich besinnen kannst. Ich will dir mal was sagen. Ich schieße genauso schnell. Was willst du jetzt machen? Mein Pferd unterstellen und meinen einzigen Freund besuchen, falls er das Hotel noch hat. Jim O'Hara? Ja. Aber ich muss sicher sein, dass du mir keinen Ärger machst. Ach so, ich habe gar keine Veranlassung. Wenn man dich zufrieden lässt. Gib mir lieber dein Schießeisen. Nein, dann gibt es bestimmt Ärger. Nur wenn ich das Ding bei mir habe, halten Sie das Maul. Na ja, hoffentlich hast du recht. Ich habe dich gewarnt. Mr. Marsh. Ja, Mrs. Turner? Können Sie mir sagen, was dieser Mörder Rick Martin in unserer Stadt zu suchen hat? Ich weiß es nicht, Madame. Was? Sie sind doch im Stadtrat und Sie auch, Mr. Spencer. Warum unternehmen Sie nichts dagegen? Der Sheriff muss einen besonderen Grund dafür haben, dass er ihn nicht verhaftet hat. Es gibt keinen Grund dafür, dass man diesen Mörder frei in der Stadt herumlaufen lässt, Mr. Spencer. Guten Morgen, Mrs. Turner. Hallo, Ed. Wie geht's Ihnen, Rick? Entschuldigen Sie mich, die Kundschaft wartet. Ich komme am besten gleich mit. Ich brauche Verschiedenes. Ich habe mein Gepäck verloren. Seife, Rasiermesser, Tabak und ein paar Hemden. Tut mir leid, Rick, aber ich bin Mitglied des Stadtrats und kann es mir nicht erlauben, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Sie haben die ganze Stadt zum Feind. Sie hätten nicht wiederkommen sollen. Das tut mir jetzt auch schon leid. Ich wollte mich mit euch versöhnen. Das lohnt sich nicht. Wisst ihr noch, wie der Stadtrat uns versprochen hat, dass der Mörder Rick Martin aufgehängt wird, wenn er sich hier zeigt? Dass Rick Martin hier wieder mit seinen Pistolen rumläuft? Dagegen sollten wir uns wehren. Ach, das ist doch alles nur leeres Geschwätz in diesem Spießernest. Großtuerei und nichts dahinter. Weißt du was, Lem? Du nimmst ihm die Pistolen weg und ich hänge ihn auf. Du brauchst ihn nicht mehr aufzuhängen. Du kannst gleich einen Sarg holen. Wollen Sie etwas von mir? Sie wissen wohl nicht mehr, wer ich bin. Doch, Sie sind Lem Sutter. Verzeihung. Moment mal. Warum so eilig? Wir haben doch noch was zu erledigen. Ich wüsste nicht was. Wir wollen pokern. Mit Pistolen. Dann pokern Sie doch allein. Was fehlt denn dem berühmten Meisterschützen? Hat er Angst? Ich werde bis 3 zählen. Laut und deutlich. 1. Zwei. 3. Jetzt lacht auf einmal keiner mehr über mich. Der große Held ist vor mir ausgerissen, dieser Feigling. Aber keine Angst, ich schnappe ihn mir noch. Der Stadtrat ist wohl eingeschlafen, hä? Eine Blamage für uns, Canby. Wir müssen dafür sorgen, dass Rick Martin verhaftet wird. Ich weiß nicht, warum der Sheriff ihn frei herumlaufen lässt. Wir gehen am besten gleich mal zu ihm. Ja. Tag, Jim. Rick, na endlich. Ich habe schon geglaubt, dass du den Weg zu mir nicht mehr findest. Ach, Quatsch, du alter Kaffer. Wie geht's dir denn? Prächtig. Ich habe viel besser geschlafen, als du weg warst. Bleibst du jetzt hier? Weiß ich noch nicht. Hast du ein Zimmer für mich? Natürlich. Ich gebe dir Nummer 3 im 1. Stock. Es hat eine Tür zur Veranda, falls du plötzlich turnen musst. Mhm. Danke. Schon gut, mein Junge. Ich bin nicht neugierig, aber es würde mich interessieren, wo du dein Gepäck hast. In meinem Zimmer in Glenrock. Ich musste mich dort verdrücken. Schießerei gehabt? Die hätte es gegeben, wenn ich da geblieben wäre. Es gibt immer ein paar Großmäuler, die mich herausfordern wollen, um ihren Mädchen zu imponieren. Hier läuft auch so einer rum. Lem Sutter. Sutter, vor dem musst du dich in Acht nehmen. Das ist ein übler Bursche, Rick. Mhm. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, Sheriff, den bewaffneten Mörder sofort zu verhaften. Ich habe ihn aus einem bestimmten Grund laufen lassen. Den möchten wir gerne hören. Aber nicht hier. Ich will jedes Aufsehen vermeiden. Am besten treffen wir uns in einer Stunde in meinem Büro. Wir kommen. Hoffentlich finden Sie inzwischen eine Entschuldigung dafür, dass Sie Martin nicht eingesperrt haben. Wenn ich anfangen muss, mich zu entschuldigen, dann lasse ich mich pensionieren. Ach, Unsinn, Sheriff. Ich wäre selber froh, wenn ich irgendeinen Grund dafür wüsste, warum Rick Martin wiedergekommen ist. Herein. Dienst am Kunden wird nicht berechnet. Kleine Rasur auf meine Kosten. Die habe ich auch nötig. Bert Davis hat mir eben erzählt, dass sich der Stadtrat versammelt. Da musst du einen guten Eindruck machen. Ich werde nicht dabei sein. Sie verhandeln doch über dich. Vermutlich. Du musst hier vorsichtig sein, Rick. Siehst du eigentlich Nora Mead öfter? Hm. Nein, sie kommt wenig in die Stadt. Hast du sie denn immer noch gern? Nora vergisst man nicht so leicht. Du bist es wirklich. Ich habe dich kommen sehen, aber ich wollte es nicht glauben. Ich war ja auch lange weg. Ich muss dich erst mal ansehen. Den Verbrecher und Revolverhelden. Das habe ich nie gesagt. Als du meinen Antrag abgelehnt hast. Ja, ich war wütend auf dich, aber es tut mir jetzt leid. Es war nicht recht von mir. Vielleicht hatte ich den Namen verdient. Komm herein, Rick, und trink bei mir eine Tasse Kaffee. Ich begreife es nicht, dass diese Verbrecher eine friedliche Stadt überfallen wollen. Im vorigen Jahr hat Quentin in Rock Spring 36 Menschen umgebracht und die halbe Stadt niedergebrannt. Furchtbar, sie wüten wie die Indianer. Noch schlimmer. Und dabei kämpfen sie nicht mal um ihre Freiheit. Hm. Ich glaube, ich packe am besten ein paar Sachen zusammen und reite in die Stadt. Vielleicht kann ich dort etwas helfen. Ich warte und reite mit dir. Ich möchte dir unterwegs eine Frage stellen. Wenn es dieselbe Frage ist wie früher, dann sage ich wieder nein. Nora, ich glaube, du hast mich auch nicht vergessen. Oder bedeute ich dir wirklich nichts mehr? Du weißt, was uns auseinandergebracht hat. Zum Beispiel diese Pistolen. Warum trägst du sie immer noch? Die brauche ich für meinen Beruf. Was ist das für ein Beruf? Ich bin so eine Art Friedensstifter. Was soll das bedeuten? Es ist immer irgendwo was los. Überall gibt es Streit zwischen den Menschen. Ich versöhne sie wieder. Mit Gewalt? Manchmal. In letzter Zeit werden sie schon friedlich, wenn sie mich bloß sehen. Du bist durch dieses Leben immer in Gefahr und kommst niemals zur Ruhe. Ich wäre nicht fähig, das zu ertragen. Nora, ich mache Schluss damit. Wir gehen zusammen nach Kalifornien, wenn du willst. Ich hänge diesen Beruf an den Nagel. Darüber wäre ich sehr froh, Rick, auch wenn ich nicht mit dir gehe. Für uns ist es zu spät. Ich heirate nämlich am nächsten Sonntag. Verzeihung. Das ist natürlich etwas anderes. Ein Mann, den ich kenne? Ja, Ken Witchard. Er ist ein Glückspilz. Ich muss jetzt wieder in die Stadt zurück. Rick. Du verstehst es doch, nicht wahr? Ja. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Und alles Gute. Oh. Du bist ja schon wieder da. Den Ritt hättest du mir sparen können. Du weißt doch Bescheid. Ich habe es gut gemeint, Rick. Ich dachte, Nora würde es sich noch überlegen, wenn sie dich wieder sieht. Das war ein Irrtum. Du darfst ja keinen Vorwurf machen. Canby ist ein vermögender Mann geworden. Vorsitzender im Stadtrat. Kirchendiakon. Aha. Ich habe an den Grenzsteinen schon gemerkt, dass ihm hier das meiste Weideland zwischen der Stadt und Noras Farm gehört. Auch das von Mutter. Weißt du, Jim... Etwas habe ich bis heute noch nicht ganz begriffen. Du meinst, dass Canby eure Farm übernommen hat? Nein, sondern dass Mutter so plötzlich gestorben ist. Sie war nicht einen einzigen Tag krank seit meiner Geburt. Hm. Es kam für uns alle überraschend. Du hast mir nie geschrieben, was ihr gefehlt hat. Ja, ich weiß. Jim, verheimlichst du mir etwas? Sieh mal, das ist doch alles vorbei. Es hat keinen Zweck mehr, es aufzurühren. Ich will es aber aufrühren. Du sagst mir nicht die Wahrheit. Weil ich vermeiden will, dass du wütend wirst und hier wieder Dummheiten machst. Ich denke gar nicht dran. Ich bin ja nicht verrückt. Ich will nur die Wahrheit wissen. Sie ist bitter. Deine Mutter starb nicht auf dem Krankenbett. Sie wurde erschossen. Ermordet. Erzähle mir alles, Jim. Viel mehr ist darüber nicht zu erzählen. Deine Mutter hat an dem Tag bei Canby eine Hypothek auf die Ranch von $5.000 aufgenommen. In derselben Nacht wurde sie von Banditen erschossen und das Geld wurde geraubt. Woher wussten die etwas davon? Das frage ich mich auch. Ich wusste es nur, weil sie bei mir war, bevor sie mit dem Geld nach Hause fuhr. Canby wusste es auch? Natürlich, aber das beweist gar nichts. Sie keine voreiligen Schlüsse. Wo wird der Hypothekenbrief aufbewahrt? Ich nehme an, bei den Akten im Stadthaus drüben. Warte, Rick, ich komme mit. Ich werde nicht schlau daraus. Deine Mutter hat mir gesagt, sie hätte einen Hypothekenbrief unterzeichnet. Das hat sie gedacht. Sieh dir das an. Es war ein anderes Papier darüber geklebt. Ach, dieser fromme, vorbildliche Beschützer der Kirche. Er hat deine Mutter um ihren Besitz betrogen. Mit Bibelsprüchen wird er sich hier nicht rausreden. Es ist keine Aussicht, dass uns jemand zur Hilfe kommt. Unsere Viehtreiber sind auf den Weideplätzen zwischen dem Powder River und dem Gebirge überall zerstreut. Es würde 3 Tage dauern, bis sie hier sein könnten. Aber Quentin ist morgen früh schon da. Mein Laden? Sie plündern doch sicher zuerst meinen Laden. Nein, nein, das glaube ich nicht. Sie kommen bestimmt erstmal zu mir und lassen sich mit Schnaps volllaufen. Die beiden Waschlappen denken mal wieder wie gewöhnlich bloß an ihr Geschäft und nicht an unsere Stadt und die vielen hilflosen Frauen und Kinder. Du wirst morgen früh jeden Mann brauchen, Bett. Auf mich kannst du jedenfalls rechnen. Das habe ich mir gedacht, Jim. Und was ist mit euch? Tut mir leid. Ich glaube, mit mir können Sie nicht viel anfangen. Ich kann nicht einmal mit einem Gewehr umgehen. Ja, nun, ich bin kein Draufgänger. Aber ich helfe Ihnen gern, wenn Sie einen ruhigen Posten haben. Hm. Und Sie, Canby? Ich mache natürlich mit, Sheriff. Wie viele Männer stehen zur Verfügung? Ich werde froh sein, wenn ich vielleicht 10 Mann zusammenkriege. Das ist verdammt wenig. Wir müssen uns eben wehren, so gut wir können. Und mit Jim O'Hara und Rick Martin versalzen wir Ihnen vielleicht die Suppe. Rick Martin? Er hat freiwillig angeboten, uns zu helfen. Ich sagte ihm, ich wollte es mit euch besprechen. Wollen Sie sich vielleicht über uns lustig machen? Oder schlagen Sie im Ernst vor, dass Rick Martin uns helfen soll, dieser Mörder? In unserer Lage würde ich selbst vom Teufel Hilfe annehmen. Ich auch, Beth. Wenn ich wüsste, dass uns der Teufel nicht in den Rücken fällt. Darin besteht ja eben die Gefahr. Woher sollen wir denn wissen, dass Rick und Quentin nicht unter einer Decke stecken? Quentin greift von draußen an und Martin überfällt uns hier. Verdammt nochmal, wollt ihr mit eurem Blödsinn quatschen endlich mal aufhören, ihr Idioten? Lass gut sein, rege dich nicht auf. Ich weiß, dass Martin es ehrlich gemeint hat. Aber wenn die Mehrheit dagegen ist, müssen wir sein Angebot ablehnen. Bravo. Wenn ich nicht alles, was ich mir in meinem Leben erarbeitet habe, in das Hotel gesteckt hätte, würde ich einen Finger rühren für euch. So wie die Dinge jetzt liegen, hat Rick Martin in der Stadt nichts mehr zu suchen. Unter diesen Umständen nicht. Wenn die Mehrheit darauf besteht, weise ich ihn aus. Ja, und zwar auf Beschluss des Stadtrats. Moment mal. Wenn wir schon so klug sind, seine Hilfe abzulehnen, können wir uns wenigstens anständig zu ihm benehmen. Er wollte uns warnen, nur deshalb ist er hierher gekommen. Und er hat verdient, dass wir ihm nur ein paar Stunden fürs Zubilligen. Warum nicht? Ich finde, Jim hat recht. Er darf natürlich keine Dummheiten machen. Nein, das ist nicht anzunehmen. Ich habe ihn ausdrücklich gewarnt. Die paar Stunden machen den Kohl auch nicht fit. Also geben wir ihm Zeit bis Mitternacht. Er ist mein Gast und ich sorge dafür, dass er pünktlich abhaut. Ich auch. Sie übernehmen die Verantwortung, Sheriff. Ach, ich habe ein paar Gewehre draußen auf der Ranch. Ich bringe sie heute Abend mit. Danke, die können wir brauchen. Was für eine Überraschung, Rick. Ach, wirklich? Ich habe dich in der Stadt gesucht. Ich bin beauftragt, dir den Dank des Stadtrates dafür auszusprechen, dass du uns gewarnt hast und für dein Angebot, uns morgen beizustehen. Das ist doch selbstverständlich. Dummerweise ist die Stimmung in der Stadt gegen dich und wir sind gezwungen, auf deine Hilfe zu verzichten. So, das passt mir gut. Es wurde verlangt, dass du die Stadt gleich verlassen sollst. Aber O'Hara und ich haben auf einer längeren Frist für dich bestanden. Du kannst bis Mitternacht bleiben. Das genügt mir auch. Ja, fein. Wie gefällt dir deine alte Heimat? Sieht noch genauso aus wie damals, nicht wahr? Aber in 2 Jahren wirst du dich wundern. Es wird alles abgerissen und wieder neu aufgebaut. Hier entsteht der Mittelpunkt einer Farm von über 50.000 Morgen. Du hast inzwischen viel Glück gehabt, Canby. Ja, aber ich habe auch viel geleistet. Ich bin übrigens gerade auf dem Weg zu Nora. Ich will sie vor dem Überfall warnen. Das ist nicht mehr nötig. Ach so. Du machst dein Gesicht, als wüsstest du schon etwas von unseren Plänen. Ja, das stimmt. Ich habe nur andere Pläne für dich. Was willst du damit sagen? Wo hat man damals meine Mutter gefunden? Drinnen oder hier draußen? Hm. Da auf der Veranda, glaube ich. Mhm. Wo du sie erschossen hast. Was? Du bist verrückt. Sie hat einen Verkaufsvertrag unterschrieben und du hast sie umgebracht, ehe sie den Schwindel merken konnte. Das ist doch einfach aus der Luft gegriffen. Jedes Wort davon ist wahr und du wirst es bestätigen. Ich bestätige gar nichts. Es hat auch keinen Zweck, wenn du deine Pistole ziehst. Du schießt nicht auf einen Unbewaffneten. Also gut, dann ohne Pistolen. Hör mal zu, Rick, das Ganze ist doch Unfug. Die rechne ich noch ab. Was ist denn überhaupt passiert? Das, was man von ihm erwarten konnte. Du hast ihm erzählt, dass wir bald heiraten. Alles Übrige kannst du dir erdenken. Oh. Ah, schon wieder da, großer Meister. An Ihrer Stelle hätte ich mich lieber rechtzeitig verdrückt, ehe Sie mal von mir einen Denkzettel kriegen. Warum gibt denn niemand dem armen Kind einen Schnuller, damit es endlich das Maul hält? Bis jetzt haben sich erst 4 Freiwillige gemeldet. Na, Anders, wie ist das? Wir könnten Ihr neues Winchester-Repetiergewehr bei der Sache gut gebrauchen. Naja, ich würde ja mitmachen, Sheriff, aber ich habe ein Haus vor der Stadt und muss vor allen Dingen auf meine Frau und auf die Kinder aufpassen. Das können Sie allein nicht. Wir bringen alle Frauen und Kinder heute Nacht in der Kirche unter. Es ist also keiner von euch bereit, die Stadt zu verteidigen. Tom Quentin wird mit seiner Bande morgen früh bei Sonnenaufgang ohne Widerstand zu finden alles ausplündern. Wenn ich nur wüsste, wo ich... Ein Glas für den Sheriff. Nein, danke. Na, wo kommt ihr denn her? Von Laramie runter. Wir haben gestern im Gänseei übernachtet. Mhm. In Elislaw das Blockhaus? Ja. In Laramie ist nicht viel los. Wir wollen es mal im Norden probieren. Das ist eine gute Idee. Macht euch auf den Weg. Heute noch? Natürlich. Gleich. Ihr seid wohl nicht sehr gastfreundlich hier. Doch, aber wahrscheinlich würde es euch bei uns nicht gefallen. Wir erwarten einen Überfall von Quentin. Was Sie nicht sagen. Der ist aber auch überall. Eine ganz gemeine Bande. Braucht ihr Hilfe? Nein, danke. Wir sind schon mehr als genug. Übrigens, wenn ihr aus der Stadt reitet, seid ruhig, vorsichtig und leise. Hinter jeder Tür und jedem Fenster wartet einer mit dem Finger am Abzug. Vielen Dank für die Warnung. Dann wollen wir mal abhauen. Na, ihr wart heute Abend bei uns eingeladen. Aus Gastfreundschaft. Großartig. Wir kommen bald wieder. Warum haben Sie denn auf einmal behauptet, wir hätten genug Leute zur Verfügung? Sie wissen doch am besten, dass es nicht stimmt. Aber Quentin braucht es nicht zu erfahren. Sie meinen, dass es Quentins Leute waren? Ich hatte den Eindruck. Sie sollten wahrscheinlich alles auskundschaften. Wie kommen Sie darauf? Sie waren angeblich im Gänseei. Aber ich weiß, dass Elislaw das Blockhaus abgebrannt ist. Die beiden Kerle müssen aus einem Waldlager gekommen sein. Sie stanken nach Fichtenholz, Rauch und gebratenem Speck. Und warum haben Sie sie nicht verhaftet? Weil ich will, dass Quentin Angst bekommt. Wenn er erfährt, dass wir gut vorbereitet sind, wird er sich vielleicht wieder aus dem Staub machen. Aber darauf können wir uns nicht verlassen. Wir müssen auf alles gefasst sein. Wie ist es also mit euch? Wer macht noch mit? Ich habe es mir überlegt. Auf mich können Sie auch rechnen. Danke, Carter. Jetzt sind wir 5. Wer meldet sich noch? Wer nicht mitmacht, versteckt sich am besten in der Kirche zwischen den Frauen und den kleinen Kindern. Dort könnt ihr auch beten, dass euch Tom Quentin vielleicht nicht findet. Gute Nacht. Wir treffen uns oberhalb der Straße. Ich habe mit Ihnen zu reden. Was ist denn das für eine Art? Glauben Sie, man kann sich mit mir nicht sehen lassen? Das braucht ja nicht jeder zu wissen, dass wir beide etwas miteinander bereden. Also gut, legen Sie los. Drehen Sie sich um, damit es den Eindruck macht, als ob Sie auf jemand warten. Er wird ja bald kommen. Nein, Sie irren sich. Sie warten vergeblich. Der Bursche, auf den ich warte, ist mir sicher. Er muss nämlich um Mitternacht abhauen. Sie haben Rick Martin zweimal herausgefordert und er hat Sie blamiert. Ja, aus lauter Angst. Der Feigling fürchtet sich vor mir. Aber wenn er jetzt kommt, schieße ich ihn zusammen. Nicht hier. Bis zum Stadtrand wird ihn sicher Jim O'Hara begleiten und vermutlich wird auch der Sheriff dabei sein. Stört mich nicht im Geringsten, dann habe ich wenigstens Zeugen. Die nutzen ihn nicht viel. Die beiden sind mit ihm befreundet und sie bekommen kein Bein auf den Boden, wenn die aussagen. Na schön. Was schlagen Sie vor? Ihm eine Falle zu stellen. Das hat für mich keinen Zweck. Dann glaubt mir doch kein Mensch, dass ich schneller als Rick Martin bin. Verlassen Sie sich auf mich. Es werden Zeugen dabei sein, die vor Gericht aussagen, dass sie von Rick Martin herausgefordert worden sind. Und dann sind Sie ein berühmter Mann, weil Sie schneller schießen als er. Der Kerl wird erledigt. Und wo soll ich ihn stellen? Nicht in der Stadt. Wir treffen uns nachher hinter der Kirche. Ich hole die Zeugen. Wann machst du dich auf den Weg zu Canby? Nicht vor 11:30. Ich will ihn noch eine Weile schwitzen lassen. Wie ich den jungen Mann kenne, wird er sich irgendwo vor dir verkrochen haben. Ich werde ihn schon finden, darüber mach dir keine Sorgen. Und dann nehme ich ihn einfach mit. Du weißt, dass er nie eine Pistole bei sich hat. Das macht nichts. Ich gebe ihm eine von meinen. Ich kann mir denken, wie dir zumute ist, aber wenn du dich selber zum Richter über ihn machst, ist damit auch nichts gebessert. Wer soll ihn sonst richten, Jim? Guten Abend, Miss Nora. Guten Abend. Mein Haus fühlt sich sehr geehrt. Wollen Sie nicht mit uns essen? Nein, danke. Ich kann nur ein paar Minuten bleiben. Rick, ich möchte etwas mit dir besprechen. Wir sehen uns später noch. Ich will eine ehrliche Antwort auf meine Frage haben. Was willst du denn wissen? Warum hast du Streit mit Canby gehabt? Was hat er dir erzählt? Dass du eifersüchtig bist, weil ich ihn heiraten will. Das ist echt Canby. Sag mir die Wahrheit. Ich habe ihn eben getroffen. Er hat einen Revolver bei sich. So? Er wird die Waffe morgen bei dem Überfall brauchen. Wenn ihr meinetwegen eine Schießerei anfangen wollt, werde ich das verhindern. Nora, weißt du noch, wie ich als Kind immer dein Bild auf die Tafel gemalt habe und du hast es wieder weggewischt? Bitte, Rick, gib mir eine Antwort. Das war die Antwort. Du hast mich jetzt für immer von deiner Tafel weggewischt. Mit welchem Recht könnte ich um dich kämpfen? Dann müsst ihr einen anderen Grund gehabt haben. Ich beantworte keine Frage mehr. Dann kann ich ja gehen. Du hast kein Vertrauen mehr zu mir. Das hätte ich wissen müssen. Ja, Nora, der Weg war umsonst. Verfluchte Sauwirtschaft! Ich könnte euch eine vor den Bauch knallen. Lasst euch was vorquatschen und habt keine Ahnung, was los ist. Wir wissen, was los ist, Quentin. Dein Freund Bert Davis hat eine Armee aufgestellt und uns verpfiffen. Rick Martin. Woher willst du das wissen? Gesehen haben wir ihn nicht. Er hat es gewusst. Er muss es gewesen sein. Ah. Cassie! Ah? Komm her. Ja? Du hast mich doch auf den Gedanken gebracht, mich mit Rick Martin zusammenzutun. Ah, ich weiß. An sich war es eine gute Idee und du warst ja auch einverstanden. Ja, wir haben beide eine Dummheit gemacht. Dein Pech dabei ist nur, dass ich mir das leisten kann. Und du nicht. Der alte Knochen ist zu nichts mehr zu gebrauchen, aber ich kann ihn auch nicht laufen lassen. Was habt ihr sonst noch erfahren? Auf der Straße nach Westen stehen überall Häuser. Da kommen wir in eine Falle. Bert Davis weiß, dass wir dort einen Hinterhalt erwarten. Deshalb stellt er seine Leute woanders auf. Und wir greifen dann von Westen an. Ja, natürlich. Kluges Kind. Der Sheriff hat übrigens noch behauptet, dass sie uns aus allen Fenstern mit Blei spicken. Das war Bluff. Er hat gewusst, wer ihr seid. In dem Nest gibt's keine 10 Männer, die ein Scheunentor auf 3 Schritte treffen. Haut euch jetzt hin. Morgen geht's schon früh los. Ja, hat er ganz recht. Thompson. Glauben Sie, dass wir hier sicher sind? Natürlich, Mrs. Simpson. Das ist Gottes Haus und er wird uns beschützen. Dankeschön, Pfarrer. Danke vielmals. Feine Zustände, Sheriff, das muss ich sagen. Mitten in der Nacht muss man aufstehen und vor den Banditen Zuflucht suchen, wie eine Hammelhirte vom Gewitter. Wir tun, was wir können, Mrs. Turner. Sheriff, glauben Sie, dass bei dem Überfall mein Häuschen abbrennen wird? Dann ist alles, was wir haben, verloren. Macht euch darüber keine Sorgen. Wir passen auf euer Haus schon auf. Danke, Sheriff. Es ist jetzt alles verschlossen, bis auf das Hotel. Es tut mir leid, dass du meinetwegen bei Rick Martin warst. Ich hätte dir die Aufregung gerne erspart. Ja, es ist aber reizend von dir, dass du dir Sorgen um mich machst. Ich mache mir um euch beide Sorgen, das ist doch begreiflich. Du brauchst dich nicht mehr zu beunruhigen, Nora. Ich bin fest entschlossen, eine friedliche Lösung zu finden. Glaubst du wirklich, dass du das kannst? Ich bin überzeugt davon. Es war ein schwerer Schlag für ihn, dass er dich verloren hat. Für immer. Ja, ich habe ihn wahrscheinlich, ohne es zu wollen, gekränkt. Ich werde mich bei ihm entschuldigen. Canby, wenn du das tust, dann beweist du, dass du mehr wert bist als Rick Martin. Danke. Geh jetzt lieber wieder rein, Nora, und mach dir keine Sorgen. Nein. Auf Wiedersehen, Jim. Schreib mal, wenn du in Kalifornien sesshaft geworden bist, dann komme ich zu Besuch. Hoffentlich. Auf Wiedersehen, Bert. Ich begleite dich noch ein Stück. Warum? Ich habe den Weg hergefunden und finde ihn auch wieder zurück. Ich bin verpflichtet, dich zur Stadtgrenze zu bringen. Du hast jetzt was Wichtigeres zu tun und brauchst deine Zeit nicht zu verschwenden. Na schön, ich verlasse mich auf dich. Und auf den Mann müssen wir morgen früh verzichten, Sheriff. Mach überall das Licht aus und verschließe das Hotel, Jim. Ja. Sieh mal an. So viel Mut hätte ich von dir gar nicht erwartet. Was hast du denn von mir erwartet, dass ich weglaufe? Keine schlechte Idee, wenn dir was an deinem Leben liegt. Steig auf dein Pferd. Wo reiten wir hin? Nur über die Stadtgrenze. Ich habe Beth versprochen, hier kein Blut zu vergießen. Sehr zuvorkommend. Wenn du mich wirklich umbringst, wer gewinnt was dabei? Es geht mir nicht um Gewinn. Das ist ein Fehler. 30.000 Dollar liegen in meinem Safe. Damit kannst du in Kalifornien allerhand anfangen. Ich bin sogar bereit, noch mehr zu tun. Ich gebe zu, dass der Handel mit deiner Mutter nicht ganz einwandfrei war. Du bekommst die Ranch wieder zurück und das Geld dazu. Bist du einverstanden? Schluss jetzt. Vorwärts. Na schön, wie du willst. Aber du wirst noch bereuen, dass du mein Angebot abgelehnt hast. Los, steig auf. Endstation, Martin. Alles aussteigen. Haben Sie heute Abend nichts Besseres vor? Ich werde mich schon amüsieren. Und Sie werden das Vergnügen bezahlen. Heben Sie doch Ihre Munition lieber für Quentin auf. Das ist besser für Sie und für die Stadt. Das müssen Sie schon mir überlassen. Da drüben wartet ein offenes Grab. Mit Ihrem Namen darauf. Steigen Sie endlich ab. Von Ihrem Geschwätz habe ich genug. Das hast du mit diesem Großmaul verabredet, du Schuft. Du wusstest, dass ich nicht mit mir handeln lasse. Ich bin eben schlauer als du, Rick. Bleiben Sie stehen. Und jetzt ziehen Sie! Das hast du dir wohl anders vorgestellt, hä? Das macht nichts. Das reicht auch so. Mir aber nicht. Steig ab und zieh deine Pistole. Es ist Lem Sutter. Er ist tot. Den Mörder brauchen wir nicht zu suchen. Wie ist es passiert, Canby? Ich habe gesehen, wie Martin die Pistole gezogen und Sutter über den Haufen geschossen hat. Du elender Lügner! Lass ihn los, Rick! Ich habe Sutter in Notwehr erschossen. Es war ein abgekartetes Spiel. Darauf kommt es nicht an, Rick. Ich habe dich vorher gewarnt. Schnall den Pistolengurt ab. Du bist verhaftet. Jetzt wird ernst gemacht. Dafür lassen wir ihn aufhängen. Wir hätten ihn gleich hängen sollen, als er wiederkam. Ja, das ist die höchste Zeit. Hier wird keiner gehängt. Er wird vor ein ordentliches Gericht gestellt. Komm. Wolltest du dich auf die Weise mit Rick Martin wieder versöhnen? Dazu blieb mir keine Zeit. Leider kam ich zu spät. Er hat gesagt, es war ein abgekartetes Spiel. Das ist gelogen. Natürlich wird er versuchen, das Ganze so hinzustellen, als wäre er unschuldig. Ich kenne Rick Martin seit meiner Kindheit und habe nie erlebt, dass er gelogen hat. Ich will dir einmal etwas sagen. Er ist nicht mehr der Rick Martin, den wir beide als Kinder kannten. Er ist jetzt ein verbitterter und rachsüchtiger Mensch. Ich weiß, dass er bloß hierher gekommen ist, um mit mir abzurechnen. Weil er eifersüchtig auf dich ist? Das spielt auch eine Rolle dabei. Er wollte mich für sein verfehltes Leben verantwortlich machen und behauptet sogar, ich hätte seine Mutter um ihr Land betrogen. Es muss doch einen Grund dafür geben, wenn er so etwas sagt. Nein, nicht den mindesten. Der Kaufvertrag ist vollkommen in Ordnung. Rick ist davon nicht überzeugt. Er ist ein Dickschädel. Aber mach dir keine Sorgen, ich zeig dir bei Gelegenheit die Papiere. Es ist schon spät und du wirst müde sein. Gute Nacht, Nora. Gute Nacht. Ich bringe dich morgen zum Bezirksrichter. Dem kannst du den ganzen Hergang erzählen. Wenn uns Quentin bis dahin nicht geschnappt hat. Wenn du ihm glaubst, brauchst du ihn nicht einzusperren. Dann kann er uns morgen früh wenigstens helfen. Ich muss nach dem Gesetz handeln, Jim. Schließlich ist Lem Sutter tot und er hat ihn erschossen. Ich kann ihn doch nicht einfach laufen lassen. Naja, wem Gott ein Amt gibt, dem nimmt er den Verstand. Mach keine dummen Witze. Wir gehen jetzt zu unseren Männern. Du meinst zu den 5 angstschlotternden Farmern. Wiedersehen, Rick. Wiedersehen und viel Glück. Und mit dem paar Hosenscheißern brauche ich mehr als Glück. Da muss schon ein Wunder passieren. Du gehst rauf in den Turm. Bill, du versteckst dich mit Joe in den Gebüschen am Hang. Ihr nehmt Deckung in der Scheune. Ja. Und wir erwarten Sie hier. Wie kommen Sie darauf, dass Quentin gerade von hier angreift? Ein kleines Rätselraten zwischen mir und ihm. Wie ich Quentin kenne, glaubt er, dass wir die andere Seite verteidigen. Ach so. Aber von diesem Rätselraten können wir die Sicherheit der Bevölkerung nicht abhängig machen. Ich bin für einen anderen Weg. Bitte, ich lasse mich gern belehren. Was schlagen Sie vor? Na, dass wir uns freikaufen. Mit was denn? Vielleicht mit einem Wechsel? Ich habe gerade etwas Bargeld in meinem Safe und ich nehme an, Ed Marsh und Hawk Spencer werden sich beteiligen. Sie kennen Quentin und seine Bande nicht. Bargeld ist unwichtig für Sie, weil Sie damit nichts anfangen können. Ich weiß, was Sie hier wollen. Proviant, Schnaps und Frauen. Schon möglich. Aber Sie werden auch bereit sein, ohne Blutvergießen mit uns zu verhandeln. Und das werden wir tun. Ich will Ihnen einmal etwas sagen, Sie kluger junger Mann. Ich bin bereit, mit allen Mitteln die Stadt zu verteidigen. Aber es wird gemacht, was ich will. Sie werden das machen, wofür sich die Mehrheit des Stadtrates entscheidet. Ihr nehmt Deckung hinter dem Wagen. Ich gehe auf den Hügel und sehe mich einmal um. 5 Jahre haben wir jetzt in Frieden gelebt. Keine Indianer, keine Überfälle. Die jungen Leute brauchten nicht mehr den Tod auf der Landstraße zu fürchten und wir Alten hatten die schweren Zeiten vergessen. Ich habe keine Lust, so viel Geld an diese Banditen wegzuwerfen. Gibt es wirklich keine Möglichkeit, die billiger ist? Was sollen wir tun? Vielleicht schlagen wir Quentin eine andere Stadt vor. In Glenrock ist viel Geld nach dem Viehmarkt. Wir können es ja versuchen, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn der Sheriff erst mit der Schießerei anfängt, dann ist es zum Verhandeln zu spät. Ich muss sagen, ich finde den Vorschlag von Haupt gar nicht mal so übel. Die Überraschung war ich nicht gefasst. Mein alter Freund Bert Davis kommt mir am frühen Morgen schon entgegen, um mir die Hand zum Willkommengruß zu reichen. Gern geschehen, Tom. Ich hab gedacht, du freust dich darüber. Ich bin ganz außer mir vor Freude, du alter Fuchs. Sicher bringst du mir die Schlüssel der Stadt entgegen. Oder dir ist der Blechstern auf deiner Jacke zu schwer geworden und du hast dich entschlossen, wieder mit uns zu reiten. Keins von beiden. Ich wollte dir nur Mühe sparen, weil sich ein Überfall nicht lohnt. Du machst mir nichts weiß. Ich habe schon lange ein Auge auf euer Nest gehabt. Ist ein nettes kleines Fleckchenbett. Und die Cowboys sind auf der Weide. Einfache Sache. Gar nicht so einfach. Du verlierst ein paar Männer und machst wenig Beute. Aber es gibt was zu saufen und zu fressen und Weiber. Ich dachte, ich wäre der Hauptanziehungspunkt für dich. Das stimmt, Bett. Das bist du auch. Vielleicht könnten wir es dann zwischen uns beiden ausmachen. Du willst mich also herausfordern? Zur Erinnerung an alte Zeiten. Du hast doch damals nie eine Herausforderung abgelehnt. Das ist mir heute zu riskant. Sei doch kein Spielverderber, Tom. Wir machen uns einen Spaß. Wir wollen mal ausprobieren, wer besser schießt. Wenn ich gewinne, lässt du die Stadt in Frieden. Und wenn ich verliere, gehört sie dir. Na, was sagst du dazu? Die Stadt gehört ja sowieso mir. Mit ihrem Sheriff. Liebe Gemeinde, die Stunde der Prüfung ist gekommen. Lasset uns beten. Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die... Quentin ist in die Stadt eingedrungen. Wo ist der Sheriff? Er ist tot und die anderen Freiwilligen auch. Das habe ich erwartet. Wir hätten mit Quentin verhandeln müssen. Bert Davis hat es versucht, aber sie haben ihn erschossen. Wo sind sie jetzt? Die, die übrig geblieben sind, sitzen in ihrem Lokal. Wenn Sie erst vollgesoffen sind, weiß kein Mensch, was passiert. Hier sind wir nicht mehr sicher. Es ist besser, wenn wir uns im Wald verstecken. Seid ruhig, ich bitte euch, ihr seid im Hause eures Gottes sicherer als irgendwo anders. Bitte setzt euch doch wieder hin. Hier kann euch nichts geschehen. Wo wollen Sie hin? Ich will Rick Martin freilassen, bevor Quentin ihn erwischt. Warten Sie, Jim. Das ist eine Idee. Rick Martin. Was wollen Sie von ihm? Wir bieten ihm die Freiheit an, wenn er uns hilft. Wie großmütig. Sie haben kein Recht mehr, irgendjemand irgendetwas anzubieten. Es gibt jetzt nur ein Gesetz in der Stadt. Jedermann hilft sich selbst. Wir sind immer noch der Stadtrat und ich finde, Ed hat recht. Der Einzige, der uns retten kann, ist Rick Martin. Das glaube ich auch. Ein Bandit gegen den anderen. Vor ein paar Stunden wolltet ihr Rick aufhängen. Und jetzt, wo ihr Armleuchter euch vor Angst in die Hosen macht, soll der Mann für euch kämpfen und vielleicht sogar sterben. Es geht ja nicht nur um uns. Denken Sie doch an die Frauen und Kinder. Sie sind sein Freund. Ihnen schlägt er es nicht ab. Ich würde mich schämen, ihn zu fragen. Aber ich nicht. Wir gehen rüber zu ihm. Jim, warten Sie. Warum hat Rick von einem abgekarteten Spiel gesprochen? Bitte, sagen Sie mir die Wahrheit. Die ist traurig. Ich muss sie aber wissen, ich will nicht mehr länger belogen werden. Sie haben sich mit einem Mann verlobt, bei dem das Lügen leider zur Gewohnheit geworden ist. Ja, das ist mir seit gestern Abend auch klar. Also gut. Es begann damals, als Ricks Mutter ermordet worden ist. Das ist also die Lage, Rick. Wir lassen Sie frei, damit Quentin Sie nicht erwischt. Und Sie die Chance haben, sich zu verteidigen. Wo sind meine Pistolen? Hier sind sie, Rick. Jetzt geht's los. Wenn Sie besoffen sind, fangen Sie an zu plündern und zu brennen. Canby, wir haben noch was miteinander abzumachen. Das kann noch warten. Wir werden jetzt alle gebraucht. Wir können nicht einen Mann entbehren. Rick, ich weiß, ich habe viel Böses über Sie gesagt. Und deshalb fällt es mir schwer, Sie um etwas zu bitten. Verzeihen Sie uns, was wir Ihnen angetan haben. Und nehmen Sie diesen Sheriffstern. Retten Sie unsere Stadt. Rick, hör nicht auf ihn. Die Menschen hier sind es nicht wert, dass du dich für sie opferst. Und ich auch nicht. Ich bin genauso dumm und blind wie alle gewesen. Reite weg und lass uns im Stich. Wir verdienen es nicht besser. Geht wieder in die Kirche. Niemand darf sich blicken lassen. Hier. Ich sorge dafür, Sheriff. Ich gehe mit dir, Rick. Das freut mich, Jim. Ich bin bereit, dir den Rücken zu decken, wenn du mich brauchen kannst. Nein, danke schön. Wenn ich von vorn angegriffen werde, will ich keinen Feind im Rücken haben. Rick, warte! Du hast recht. Manchmal lohnt es sich, um etwas zu kämpfen. Ich habe vieles falsch beurteilt. Jetzt weiß ich, warum du diese Pistolen trägst. Sei nicht unvorsichtig, Rick. Und komm wieder. Hm. Ganz bestimmt. Komm. Für eine Frau, die angeblich diese Revolverhelden verabscheut, bist du aber besonders zärtlich gewesen. Ich wollte, dass er weiß, wie bewundernswert ich seine Haltung und seinen Mut finde. Und ich wollte ihm helfen und wurde nur gekränkt. Nach allem, was ich über dich gehört habe, war das keine Kränkung. Du nimmst also Rick Martins Behauptung wirklich ernst, Nora. Ich habe dir doch erklärt, warum er mich beschuldigt. Ich weiß nicht mehr, wem ich glauben soll, weil mir jeder von euch etwas anderes erzählt. Ich will jetzt aber endlich die Wahrheit wissen. Du machst dir viel zu viel Gedanken. Ich werde dir beweisen, dass Rick Martin im Unrecht ist. Aber dazu ist jetzt keine Gelegenheit, Liebling. Ich bringe dich wieder in die Kirche, damit du in Sicherheit bist. Nein, ich bleibe hier. Hast du eine Ahnung, wie viel von der Bande übrig geblieben sind? 5 Mann. Sie haben sich mit Quentin in die Kneipe verzogen. Dein Hotel auf, Jim. Ich bringe dir ein paar Gäste. Die saufe ich in einem Zug aus. Hey, Quent, du kriegst Besuch. Von deinem alten Freund Rick Martin. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Dann brauchen wir den Kerl ja nicht erst zu suchen, wenn er von selbst kommt. Jungs, wir wollen unseren Freund Martin würdig empfangen. Ich habe dich heute Morgen erwartet. Warum hast du mich nicht neben deinem Freund Bert Davis begrüßt? Ich wäre gern dabei gewesen, aber ich saß im Gefängnis. Nimm dir einen. Der Wirt bezahlt es. Im Gefängnis? Liebe Mitbürger hast du. Ein Glück, dass du gekommen bist, sonst hätten sie mich aufgehängt. Wie bist du denn getürmt? Ich habe hier einen Freund, der hat mich befreit. Er dachte, du würdest mich umlegen. Der Mann hat recht. Ich warte immer noch darauf, dass du mir erklärst, warum du uns verpfiffen hast. Ich wollte etwas gut machen an dieser Stadt. Das war natürlich Blödsinn. Ich habe 10 Männer verloren. Über die muss ich mit dir abrechnen. Die Abrechnung würde dich teuer zu stehen kommen. Ich habe einen besseren Vorschlag. Na schön, hoffentlich gefällt er mir. Ich weiß zufällig, dass durch die Viehverkäufe viel Bargeld auf die Bank eingezahlt worden ist. Wie viel? 30.000 in Gold und 20.000 in Banknoten. 50.000 Dollar. Das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Die Schlamperei ist bloß, dass das Geld keinen Wert für uns hat, weil wir das Moos nirgends loswerden. Aber natürlich. Denk nur an Jackson. Jackson? Ist dort der Betrieb wieder in Gang? Lebst du denn auf dem Mond? Seit Februar ist dort wieder der Teufel los. Kneipen, Spielsäle, Weiber, was du willst. Es gibt zu saufen und zu fressen und kein Blechstern lässt sich dort blicken. Will's? Kurs, Crouchy, vorwärts, besorgt mir Sprengpulver und einen Handbohrer. Rick, gratuliere dem neuen Bankdirektor. Er begibt sich jetzt in sein Büro. Du brauchst nichts zu sprengen, Quent. Vor dem Überfall hat man das Geld vorsichtshalber von der Bank weggebracht. Mach's Maul auf. Wo ist es versteckt? So einfach ist es nicht, Quent. Ich muss erst wissen, wie hoch mein Anteil ist. Dein Anteil? Für was? Dafür, dass ich euch hinführe. Red doch keinen Quatsch, mein Junge. Ich finde das Geld und wenn ich die Stadt einreiße. So viel Zeit wirst du nicht mehr haben. Der Stadtrat hat um Hilfe gebeten und um die Mittagszeit werden über 50 bewaffnete Cowboys hier einreiten. Na schön. Was verlangst du? Ich bin dafür, dass wir es teilen. Die Hälfte für mich, die Hälfte für dich. Einverstanden. Also, wo ist das Zeug? Das binde ich dir doch nicht auf die Nase. Gib mir 2 von deinen Leuten und ich führe sie hin. Nur 2, Quent, damit sie mich nicht um die Ecke bringen. Aber Rick, du kannst doch deinem alten Freund vertrauen. Sicher, ich traue dir und du traust mir. Aber wir trauen uns gegenseitig nicht. Rick, alter Gauner, lebe in Frieden, bis ich dich umlege. Kors und Ben, ihr geht mit ihm. Dodgy. Schleich dich auf die Veranda und pass auf, wohin sie gehen. Gibst du diesem Kerl wirklich die Hälfte? Natürlich. Rick Martin kann immer die Hälfte von dem haben, was ich habe. Hier drin ist es. Wer sucht dann so viel Geld in der Bruchbude? Niemand. Deshalb ist es ja hier. Räumt das Zeug raus, dann kommt eine Falltür. Fang an, Ben. Wozu wird denn die Falltür sonst gebraucht? Zum Schutz gegen den Hurrikan. Seit wann gibt's einen Wyoming Hurrikan? Hände hoch, oder er lebt gleich ein. Pistolengurt weg. Vorwärts, raus mit euch. Fesseln, Jim. Ja. 2 Figuren sind aus dem Weg. Das wird uns viel Arbeit sparen. Was ist mit Quentin und den anderen? Der wird schon kommen. Er ist nicht sehr vertrauensselig. Rick Martin müsste jetzt mit dem Geld da sein. Ich habe mir vorgenommen, ihm eine Flasche lang Zeit zu geben. Jetzt ist sie leer. Wir gehen hin und holen uns Rick Martins Hälfte. Vorwärts, Jungs. Woher wusstest du, was er vorhat? Ganz einfach. Ich habe gedacht, wie ein Korkenzieher. Bleib am Fenster. Dodgy, sieh mal vorsichtig durch das Fenster. Wahrscheinlich ist Martin mit dem Geld getürmt. Er hätte nicht mal seine Hälfte wegschaffen können. Dazu war die Zeit zu kurz. Kors! Ist Martin noch hier? Was ist denn mit dir? Bist du taub? Nehmt ihnen die Fesseln ab. Ich gebe euch Deckung. Hände hoch. Stehen bleiben und keine Bewegung. Worauf wartet ihr denn noch? Bindet sie los. Das können Sie nicht, Quentin. Komm doch rein und probiere es selbst. Rick Martin, ich war ein Idiot, dass ich wieder Vertrauen zu dir hatte, du Hund. Du gemeiner Betrüger. Heute bist du mal reingefallen, Tom. Schmeißt eure Gurte weg. Mit der linken Hand. Martin trägt den Sheriffstern. Er ist der Nachfolger von Bert Davis. Aber nicht lange. Hat's dich erwischt, Jim? Ja, aber bloß geschnallt. Quint, bist du noch da? Was ist das für eine blöde Frage? Du hast Pech gehabt, Quentin. Ich glaube, heute bist du um deinen guten Ruf gekommen. Aber ich bin noch am Leben. Bis jetzt kann sich noch niemand rühmen, dass er Tom Quentin umgelegt hat. Ich warte hier auf dich, du Verräter. Gibt's hier einen Nebenausgang, Jim? Da. Pass auf deine Gäste auf. Die kommen nicht weg, bevor sie die Zeche bezahlt haben. Geh rüber, auf die andere Seite. Hast du was gegen einen ehrlichen Kampf? Nein, wenn du einen Vorschlag hast, Mr. Sheriff. Also gut, komm raus. Du kannst dir Zeit dafür lassen. Ich ziehe erst, wenn du ziehst. Ist das dein Freund, der mit der Pistole hinter dir steht? Dir sind früher bessere Sachen eingefallen. Du wirst alt. Ich habe dich gewarnt. Der Kerl da will dich von hinten erschießen. Das stimmt, Rick. Wenn Quentin dich nicht trifft, ich treffe dich sicher. Hübsches Spiel. Wer fängt an? Du bist dran. Ich habe ihn umgebracht. Ich glaube, wir wären alle froh, wenn Sie wieder bei uns bleiben würden. Immerhin ist es Ihre Heimat, Rick. Das dürfen Sie nicht vergessen. Und Sie bekommen Ihre Ranch wieder. Dafür sorgen wir. Vielen Dank. Sie haben es sicher gut gemeint und ich weiß Ihr Angebot auch zu schätzen, aber... Nora und ich glauben, dass wir in Kalifornien glücklicher sein werden. Alles Gute, Rick. Danke. Hawk, alles Gute. Du hast versprochen, uns zu besuchen, Jim. Ich komme, bevor hier der erste Schnee fällt. Such mir inzwischen ein Plätzchen unter einer Palme aus. Ich will bei euch nur faulenzen. Liebe Gemeinde, die Stunde der Prüfung ist gekommen. Lasset uns beten. Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die... Quentin ist in die Stadt eingedrungen. Wo ist der Sheriff? Er ist tot und die anderen Freiwilligen auch. Das habe ich erwartet. Wir hätten mit Quentin verhandeln müssen. Bert Davis hat es versucht, aber sie haben ihn erschossen. Wo sind sie jetzt? Die, die übrig geblieben sind, sitzen in ihrem Lokal. Wenn sie erst vollgesoffen sind, weiß kein Mensch, was passiert. Hier sind wir nicht mehr sicher. Es ist besser, wenn wir uns im Wald verstecken. Seid ruhig, ich bitte euch, ihr seid im Hause eures Gottes sicherer als irgendwo anders. Bitte setzt euch doch wieder hin. Hier kann euch nichts geschehen. Wo wollen Sie hin? Ich will Rick Martin freilassen, bevor Quentin ihn erwischt. Warten Sie, Jim. Das ist eine Idee. Rick Martin. Was wollen Sie von ihm? Wir bieten ihm die Freiheit an, wenn er uns hilft. Wie großmütig. Sie haben kein Recht mehr, irgendjemand irgendetwas anzubieten. Es gibt jetzt nur ein Gesetz in der Stadt. Jedermann hilft sich selbst. Wir sind immer noch der Stadtrat und ich finde, Ed hat recht. Der Einzige, der uns retten kann, ist Rick Martin. Das glaube ich auch. Ein Bandit gegen den anderen. Vor ein paar Stunden wolltet ihr Rick aufhängen. Und jetzt, wo ihr Armleuchter euch vor Angst in die Hosen macht, soll der Mann für euch kämpfen und vielleicht sogar sterben. Es geht ja nicht nur um uns. Denken Sie doch an die Frauen und Kinder. Sie sind sein Freund. Ihnen schlägt er es nicht ab. Ich würde mich schämen, ihn zu fragen. Aber ich nicht. Wir gehen rüber zu ihm. Jim, warten Sie. Warum hat Rick von einem abgekarteten Spiel gesprochen? Bitte, sagen Sie mir die Wahrheit. Die ist traurig. Ich muss sie aber wissen, ich will nicht mehr länger belogen werden. Sie haben sich mit einem Mann verlobt, bei dem das Lügen leider zur Gewohnheit geworden ist. Ja, das ist mir seit gestern Abend auch klar. Hast du eine Ahnung, wie viel von der Bande übrig geblieben sind? 5 Mann. Sie haben sich mit Quentin in die Kneipe verzogen. Ein Hotel auf, Jim. Ich bringe dir ein paar Gäste. Die saufe ich in einem Zug aus. Hey, Quent, du kriegst Besuch. Von deinem alten Freund Rick Martin. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Dann brauchen wir den Kerl ja nicht erst zu suchen, wenn er von selbst kommt. Jungs, wir wollen unseren Freund Martin würdig empfangen. Ich habe dich heute Morgen erwartet. Warum hast du mich nicht neben deinem Freund Bert Davis begrüßt? Ich wäre gern dabei gewesen, aber ich saß im Gefängnis. Nimm dir einen. Der Wirt bezahlt es. Im Gefängnis? Liebe Mitbürger hast du. Ein Glück, dass du gekommen bist, sonst hätten sie mich aufgehängt. Wie bist du denn getürmt? Ich habe hier einen Freund, der hat mich befreit. Er dachte, du würdest mich umlegen. Der Mann hat recht. Ich warte immer noch darauf, dass du mir erklärst, warum du uns verpfiffen hast. Ich wollte etwas gut machen an dieser Stadt. Dorothy, sieh mal vorsichtig durch das Fenster. Wahrscheinlich ist Martin mit dem Geld getürmt. Er hätte nicht mal seine Hälfte wegschaffen können. Dazu war die Zeit zu kurz. Kors! Ist Martin noch hier? Was ist denn mit dir? Bist du taub? Nehmt ihn die Fesseln ab. Ich gebe euch Deckung. Hände hoch. Stehen bleiben und keine Bewegung. Worauf wartet ihr denn noch? Bindet sie los. Das können Sie nicht, Quint. Komm doch rein und probiere es selbst. Rick Martin, ich war ein Idiot, dass ich wieder Vertrauen zu dir hatte, du Hund. Du gemeiner Betrüger. Heute bist du mal reingefallen, Tom. Schmeißt eure Gurte weg. Mit der linken Hand. Rick Martin trägt den Sheriffstern. Er ist der Nachfolger von Bert Davis. Aber nicht lange. Hat's dich erwischt, Jim? Ja, aber bloß geschleift. Quentin, bist du noch da? Was ist das für eine blöde Frage? Du hast Pech gehabt, Quentin. Ich glaube, heute bist du um deinen guten Ruf gekommen. Aber ich bin noch am Leben. Bis jetzt kann sich noch niemand rühmen, dass er Tom Quentin umgelegt hat. Ich warte hier auf dich, du Verräter. Gibt's hier einen Nebenausgang, Jim? Aha, da. Pass auf deine Gäste auf. Das ist nicht mehr nötig. Ach so. Du machst dein Gesicht, als wüsstest du schon etwas von unseren Plänen. Ja, das stimmt. Ich habe nur andere Pläne für dich. Was willst du damit sagen? Wo hat man damals meine Mutter gefunden? Drinnen oder hier draußen? Hm. Da auf der Veranda, glaube ich. Mhm. Wo du sie erschossen hast. Was? Du bist verrückt. Sie hat einen Verkaufsvertrag unterschrieben und du hast sie umgebracht, ehe sie den Schwindel merken konnte. Das ist doch einfach aus der Luft gegriffen. Jedes Wort davon ist wahr und du wirst es bestätigen. Ich bestätige gar nichts. Es hat auch keinen Zweck, wenn du deine Pistole ziehst. Du schießt nicht auf einen Unbewaffneten. Also gut, dann ohne Pistolen. Hör mal zu, Rick, das Ganze ist doch Unfug. Die rechne ich noch ab. Was ist denn überhaupt passiert? Das, was man von ihm erwarten konnte. Du hast ihm erzählt, dass wir bald heiraten. Alles Übrige kannst du dir erdenken. Oh. Ah, schon wieder da, großer Meister. An Ihrer Stelle hätte ich mich lieber rechtzeitig verdrückt, ehe Sie mal von mir einen Denkzettel kriegen. Warum gibt denn niemand dem armen Kind einen Schnuller, damit es endlich das Maul hält? Hagen. Nora, ich mache Schluss damit. Wir gehen zusammen nach Kalifornien, wenn du willst. Ich hänge diesen Beruf an den Nagel. Darüber wäre ich sehr froh, Rick, auch wenn ich nicht mit dir gehe. Für uns ist es zu spät. Ich heirate nämlich am nächsten Sonntag. Verzeihung. Das ist natürlich etwas anderes. Ein Mann, den ich kenne? Ja, Ken Witchard. Er ist ein Glückspilz. Ich muss jetzt wieder in die Stadt zurück. Rick. Du verstehst es doch, nicht wahr? Ja. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Und alles Gute. Oh. Du bist ja schon wieder da. Den Ritt hättest du mir sparen können. Du weißt doch Bescheid. Ich habe es gut gemeint, Rick. Ich dachte, Nora würde es sich noch überlegen, wenn sie dich wieder sieht. Das war ein Irrtum. Du darfst dir keinen Vorwurf machen. Canby ist ein vermögender Mann geworden. Vorsitzender im Stadtrat. Kirchendiakon. Aha. Ich habe an den Grenzsteinen schon gemerkt, dass ihm hier das meiste Weideland zwischen der Stadt und Noras Farm gehört. Auch das von Mutter. Weißt du, Jim, etwas habe ich bis heute noch nicht ganz begriffen. Du meinst, dass Canby eure Farm übernommen hat? Nein, sondern dass Mutter so plötzlich gestorben ist. Sie war nicht einen einzigen Tag krank seit meiner Geburt. Hm. Es kam für uns alle überraschend. Du hast mir nie geschrieben, was ihr gefehlt hat. Ja, ich weiß. Jim, verheimlichst du mir etwas? Sieh mal, das ist doch alles vorbei. Es hat keinen Zweck mehr, es aufzurühren. Ich will es aber aufrühren. Du sagst mir nicht die Wahrheit. Weil ich vermeiden will, dass du wütend wirst und hier wieder Dummheiten machst. Ich denke gar nicht dran. Ich bin ja nicht verrückt. Ich will nur die Wahrheit wissen. Sie ist bitter. Deine Mutter starb nicht auf dem Krankenbett. Sie wurde erschossen. Ermordet. Erzähle mir alles, Jim. Viel mehr ist darüber nicht zu erzählen. Deine Mutter hat an dem Tag bei Canby eine Hypothek auf die Ranch von 5.000 Dollar aufgenommen. In derselben Nacht wurde sie von Banditen erschossen und das Geld wurde geraubt. Woher wussten die etwas davon? Das frage ich mich auch. Ich werde bis 3 zählen. Laut und deutlich. 1. Eins. 2. Jetzt lacht auf einmal keiner mehr über mich. Der große Held ist vor mir ausgerissen, dieser Feigling. Aber keine Angst, ich schnappe ihn mir noch. Der Stadtrat ist wohl eingeschlafen, ne? Eine Blamage für uns, Canby. Wir müssen dafür sorgen, dass Rick Martin verhaftet wird. Ich weiß nicht, warum der Sheriff ihn frei herumlaufen lässt. Wir gehen am besten gleich mal zu ihm. Ja. Tag, Jim. Rick, na endlich. Ich habe schon geglaubt, dass du den Weg zu mir nicht mehr findest. Ach, Quatsch, du alter Kaffer. Wie geht's dir denn? Richtig, ich habe viel besser geschlafen, als du weg warst. Bleibst du jetzt hier? Weiß ich noch nicht. Hast du ein Zimmer für mich? Natürlich. Ich gebe dir Nummer 3 im 1. Stock. Es hat eine Tür zur Veranda, falls du plötzlich turnen musst. Mhm, danke. Schon gut, mein Junge. Ich bin nicht neugierig, aber es würde mich interessieren, wo du dein Gepäck hast. In meinem Zimmer in Glenrock. Ich musste mich dort verdrücken. Schießerei gehabt? Die hätte es gegeben, wenn ich da geblieben wäre. Es gibt immer ein paar Großmäuler, die mich herausfordern wollen, um ihren Mädchen zu imponieren. Hier läuft auch so einer rum. Lem Sutter. Sutter, vor dem musst du dich in Acht nehmen. Das ist ein übler Bursche, Rick. Mhm. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, Sheriff, den bewaffneten Mörder sofort zu verhaften. Ich habe ihn aus einem bestimmten Grund laufen lassen. Den möchten wir gerne hören. Aber nicht hier. Ich will jedes Aufsehen vermeiden. Am besten treffen wir uns in einer Stunde in meinem Büro. Wir kommen. Hoffentlich finden Sie inzwischen eine Entschuldigung dafür, dass Sie Martin nicht eingesperrt haben. Wenn ich anfangen muss, mich zu entschuldigen, dann lasse ich mich pensionieren. Ach, Unsinn, Sheriff. Ich wäre selber froh, wenn ich irgendeinen Grund dafür wüsste, warum Rick Martin wiedergekommen ist. Herein. Dienst am Kunden wird nicht berechnet. Kleine Rasur auf meine Kosten. Die habe ich auch nötig. treffen uns oberhalb der Straße. Ich habe mit Ihnen zu reden. Was ist denn das für eine Art? Glauben Sie, man kann sich mit mir nicht sehen lassen? Das braucht ja nicht jeder zu wissen, dass wir beide etwas miteinander bereden. Also gut, legen Sie los. Drehen Sie sich um, damit es den Eindruck macht, als ob Sie auf jemanden warten. Naja, er wird ja bald kommen. Nein, Sie irren sich. Sie warten vergeblich. Der Bursche, auf den ich warte, ist mir sicher. Er muss nämlich um Mitternacht abhauen. Sie haben Rick Martin zweimal herausgefordert und er hat Sie blamiert. Ja, aus lauter Angst. Der Feigling fürchtet sich vor mir. Aber wenn er jetzt kommt, schieße ich ihn zusammen. Nicht hier. Bis zum Stadtrand wird ihn sicher Jim O'Hara begleiten und vermutlich wird auch der Sheriff dabei sein. Stört mich nicht im Geringsten, dann habe ich wenigstens Zeugen. Die nutzen ihn nicht viel. Die beiden sind mit ihm befreundet und sie bekommen kein Bein auf den Boden, wenn die aussagen. Na schön. Was schlagen Sie vor? Ihm eine Falle zu stellen. Das hat für mich keinen Zweck. Dann glaubt mir doch kein Mensch, dass ich schneller als Rick Martin bin. Verlassen Sie sich auf mich. Es werden Zeugen dabei sein, die vor Gericht aussagen, dass sie von Rick Martin herausgefordert worden sind. Und dann sind Sie ein berühmter Mann, weil Sie schneller schießen als er. Der Kerl wird erledigt. Und wo soll ich ihn stellen? Nicht in der Stadt. Wir treffen uns nachher hinter der Kirche. Ich hole die Zeugen. Wann machst du dich auf den Weg zu Canby? Nicht vor 11:30. Ich will ihn noch eine Weile schwitzen lassen. Wie ich den jungen Mann kenne, wird er sich irgendwo vor dir verkrochen haben. Ich werde ihn schon finden, darüber mach dir keine Sorgen. Und dann nehme ich ihn einfach mit. Du weißt, dass er nie eine Pistole bei sich hat. Das macht nichts. Ich gebe ihm eine von meinen. Ich kann mir denken, wie dir zumute nicht eingesperrt haben. Wenn ich anfangen muss, mich zu entschuldigen, dann lasse ich mich pensionieren. Ach, Unsinn, Sheriff. Ich wäre selber froh, wenn ich irgendeinen Grund dafür wüsste, warum Rick Martin wiedergekommen ist. Herein. Dienst am Kunden wird nicht berechnet. Kleine Rasur auf meine Kosten. Die habe ich auch nötig. Bert Davis hat mir eben erzählt, dass sich der Stadtrat versammelt. Da musst du einen guten Eindruck machen. Ich werde nicht dabei sein. Sie verhandeln doch über dich. Vermutlich. Du musst hier vorsichtig sein, Rick. Siehst du eigentlich Nora Mead öfter? Nein, sie kommt wenig in die Stadt. Hast du sie denn immer noch gern? Nora vergisst man nicht so leicht. Rick, du bist es wirklich. Ich habe dich kommen sehen, aber ich wollte es nicht glauben. Ich war ja auch lange weg. Ich muss dich erst mal ansehen. Den Verbrecher und Revolverhelden. Das habe ich nie gesagt. Als du meinen Antrag abgelehnt hast. Ja, ich war wütend auf dich, aber es tut mir jetzt leid. Es war nicht recht von mir. Vielleicht hatte ich den Namen verdient. Komm herein, Rick, und trink bei mir eine Tasse Kaffee. Ich begreife es nicht, dass diese Verbrecher eine friedliche Stadt überfallen wollen. Im vorigen Jahr hat Quentin in Rock Spring 36 Menschen umgebracht und die halbe Stadt niedergebrannt. Furchtbar, sie wüten wie die Indianer. Noch schlimmer. Und dabei kämpfen sie nicht mal um ihre Freiheit. Ich glaube, ich packe am besten ein paar Sachen zusammen und reite in die Stadt. Vielleicht kann ich dort etwas helfen. Ich warte und reite mit dir. Ich möchte dir unterwegs eine Frage stellen. Wenn es dieselbe Frage ist wie früher, dann sage ich wieder nein. Nora, ich glaube, du hast mich auch nicht vergessen. Oder bedeute ich dir wirklich nichts mehr? Du weißt, was uns auseinandergebracht hat. Zum Beispiel diese Pistolen. Warum trägst du sie immer noch? Die brauche ich für meinen Beruf. Was ist das für ein Beruf? Ich bin so eine Art Friedensstifter. Was soll das bedeuten? Es ist immer irgendwo was los. Überall gibt es Streit zwischen den Menschen. Ich versöhne sie wieder. Mit Gewalt? Manchmal. In letzter Zeit werden sie schon friedlich, wenn sie mich bloß sehen. Du bist durch dieses Leben immer in Gefahr und kommst niemals zur Ruhe. Ich wäre nicht fähig, das zu ertragen. Nora, ich mache Schluss. Der Weg war umsonst. Verfluchte Sauwirtschaft! Ich könnte euch eine vor den Bauch knallen. Lasst euch was vorquatschen und habt keine Ahnung, was los ist. Wir wissen, was los ist, Quentin. Dein Freund Bert Davis hat eine Armee aufgestellt und uns verpfiffen. Rick Martin. Woher willst du das wissen? Gesehen haben wir ihn nicht. Er hat es gewusst. Er muss es gewesen sein. Ah. Cassie! Ah? Komm her! Ja? Du hast mich doch auf den Gedanken gebracht, mich mit Rick Martin zusammenzutun. Ah, ich weiß. An sich war es eine gute Idee und du warst ja auch einverstanden. Ja. Wir haben beide eine Dummheit gemacht. Dein Pech dabei ist nur, dass ich mir das leisten kann. Und du nicht. Der alte Knochen ist zu nichts mehr zu gebrauchen, aber ich kann ihn auch nicht laufen lassen. Was habt ihr sonst noch erfahren? Auf der Straße nach Westen stehen überall Häuser. Da kommen wir in eine Falle. Bert Davis weiß, dass wir dort einen Hinterhalt erwarten. Deshalb stellt er seine Leute woanders auf. Und wir greifen dann von Westen an. Ja, natürlich. Kluges Kind. Der Sheriff hat übrigens noch behauptet, dass sie uns aus allen Fenstern mit Blei spicken. Das war Bluff. Er hat gewusst, wer ihr seid. In dem Nest gibt's keine 10 Männer, die ein Scheunentor auf 3 Schritte treffen. Haut euch jetzt hin. Morgen geht's schon früh los. Ja, hat er ganz recht. Thompson. Glauben Sie, dass wir hier sicher sind? Natürlich, Mrs. Simpson. Das ist Gottes Haus und er wird uns beschützen. Dankeschön, Pfarrer. Danke vielmals. Feine Zustände, Sheriff, das muss ich sagen. Mitten in der Nacht muss man aufstehen und vor den Banditen Zuflucht suchen, wie eine Hammelhirte vom Gewitter. Wir tun, was wir können, Mrs. Turner. Sheriff, glauben Sie, dass bei dem Überfall mein Häuschen abbrennen wird? Dann ist alles, was wir haben, verloren. Macht euch darüber keine Sorgen. Wir passen auf euer Haus schon auf. Danke, Sheriff. Es ist jetzt alles verschlossen, bis auf das Hotel. Es tut mir leid, dass du meinetwegen bei Rick Martin warst. Ich hätte dir die Aufregung gerne erspart. Ja, es ist aber reizend von dir, dass du dir Sorgen um mich machst. Ich mache mir um euch beide Sorgen, das ist doch begreiflich. Du brauchst dich nicht mehr zu beunruhigen, Nora. Martin verhaftet wird. Ich weiß nicht, warum der Sheriff ihn frei herumlaufen lässt. Wir gehen am besten gleich mal zu ihm. Ja. Tag, Jim. Rick, na endlich. Ich habe schon geglaubt, dass du den Weg zu mir nicht mehr findest. Ach, Quatsch, du alter Kaffer. Wie geht's dir denn? Prächtig. Ich habe viel besser geschlafen, als du weg warst. Bleibst du jetzt hier? Weiß ich noch nicht. Hast du ein Zimmer für mich? Natürlich. Ich gebe dir Nummer 3 im ersten Stock. Es hat eine Tür zur Veranda, falls du plötzlich turnen musst. Mhm, danke. Schon gut, mein Junge. Ich bin nicht neugierig, aber es würde mich interessieren, wo du dein Gepäck hast. In meinem Zimmer in Glenrock. Ich musste mich dort verdrücken. Schießerei gehabt? Die hätte es gegeben, wenn ich da geblieben wäre. Es gibt immer ein paar Großmäuler, die mich herausfordern wollen, um ihren Mädchen zu imponieren. Hier läuft auch so einer rum. Lem Sutter. Sutter, vor dem musst du dich in Acht nehmen. Das ist ein übler Bursche, Rick. Mhm. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, Sheriff, den bewaffneten Mörder sofort zu verhaften. Ich habe ihn aus einem bestimmten Grund laufen lassen. Den möchten wir gerne hören. Aber nicht hier. Ich will jedes Aufsehen vermeiden. Am besten treffen wir uns in einer Stunde in meinem Büro. Wir kommen. Hoffentlich finden Sie inzwischen eine Entschuldigung dafür, dass Sie Martin nicht eingesperrt haben. Wenn ich anfangen muss, mich zu entschuldigen, dann lasse ich mich pensionieren. Ach, Unsinn, Sheriff. Ich wäre selber froh, wenn ich irgendeinen Grund dafür wüsste, warum Rick Martin wiedergekommen ist. Herein. Dienst am Kunden wird nicht berechnet. Kleine Rasur auf meine Kosten. Die habe ich auch nötig. Bert Davis hat mir eben erzählt, dass sich der Stadtrat versammelt. Da musst du einen guten Eindruck machen. Ich werde nicht dabei sein. Sie verhandeln doch über dich. Vermutlich. Du musst hier vorsichtig sein, Rick. Siehst du eigentlich Nora Mead öfter? Nein, sie kommt wenig in die Stadt. Hast du sie denn immer noch gern? Nora vergisst man nicht so leicht. Rick, du bist es wirklich. Ich habe dich kommen sehen, aber ich wollte es nicht glauben. Ich war ja auch lange weg. Ich muss dich erst mal ansehen. Den Verbrecher und Revolverhelden. Schossen. Ermordet. Erzähle mir alles, Jim. Viel mehr ist darüber nicht zu erzählen. Deine Mutter hat an dem Tag bei Canby eine Hypothek auf die Ranch von 5.000 Dollar aufgenommen. In derselben Nacht wurde sie von Banditen erschossen und das Geld wurde geraubt. Woher wussten die etwas davon? Das frage ich mich auch. Ich wusste es nur, weil sie bei mir war, bevor sie mit dem Geld nach Hause fuhr. Canby wusste es auch. Natürlich, aber das beweist gar nichts. Zieh keine voreiligen Schlüsse. Wo wird der Hypothekenbrief aufbewahrt? Ich nehme an, bei den Akten im Stadthaus drüben. Warte, Rick, ich komme mit. Ich werde nicht schlau daraus. Deine Mutter hat mir gesagt, sie hätte einen Hypothekenbrief unterzeichnet. Das hat sie gedacht. Sieh dir das an. Es war ein anderes Papier darüber geklebt. Ach, dieser fromme, vorbildliche Beschützer der Kirche. Er hat deine Mutter um ihren Besitz betrogen. Mit Bibelsprüchen wird er sich hier nicht rausreden. Es ist keine Aussicht, dass uns jemand zur Hilfe kommt. Unsere Viehtreiber sind auf den Weideplätzen zwischen dem Powder River und dem Gebirge überall zerstreut. Es würde 3 Tage dauern, bis sie hier sein könnten. Aber Quentin ist morgen früh schon da. Mein Laden? Sie plündern doch sicher zuerst meinen Laden. Nein, nein, das glaube ich nicht. Sie kommen bestimmt erstmal zu mir und lassen sich mit Schnaps volllaufen. Die beiden Waschlappen denken mal wieder wie gewöhnlich bloß an ihr Geschäft und nicht an unsere Stadt und die vielen hilflosen Frauen und Kinder. Du wirst morgen früh jeden Mann brauchen, Bett. Auf mich kannst du jedenfalls rechnen. Das habe ich mir gedacht, Jim. Und was ist mit euch? Tut mir leid. Ich glaube, mit mir können Sie nicht viel anfangen. Ich kann nicht einmal mit einem Gewehr umgehen. Ja, nun, ich bin kein Draufgänger. Aber ich helfe Ihnen gern, wenn Sie einen ruhigen Posten haben. Und Sie, Canby? Ich mache natürlich mit, Sheriff. Wie viele Männer stehen zur Verfügung? Ich werde froh sein, wenn ich vielleicht 10 Mann zusammenkriege. Es ist verdammt wenig. Wir müssen uns eben wehren, so gut wir können. Und mit Jim O'Hara und Rick Martin versalzen wir ihnen vielleicht die Suppe. Rick Martin? Er hat freiwillig angeboten, uns zu helfen. Ich sagte ihm, ich wollte es mit euch besprechen. Wollen Sie sich vielleicht über uns lustig machen? Oder schlagen Sie im Ernst vor, dass Rick Martin uns helfen soll, dieser Mörder? In unserer Lage würde ich selbst vom Teufel Hilfe annehmen. Ich auch, Beth. Wenn ich wüsste, dass uns der Teufel nicht in den Rücken fällt. Darin besteht ja eben die Gefahr. Woher sollen wir denn wissen, dass Rick und Quentin nicht unter einer Decke stecken? Quentin greift von draußen an und Martin überfällt uns hier. Verdammt nochmal, wollt ihr mit eurem Blödsinn quatschen endlich mal aufhören, ihr Idioten? Lass gut sein, rege dich nicht auf. Ich weiß, dass Martin es ehrlich gemeint hat. Aber wenn die Mehrheit dagegen ist, müssen wir sein Angebot ablehnen. Bravo. Wenn ich nicht alles, was ich mir in meinem Leben erarbeitet habe, in das Hotel gesteckt hätte, würde ich einen Finger rühren für euch. Sie hat einen Verkaufsvertrag unterschrieben und du hast sie umgebracht, ehe sie den Schwindel merken konnte. Das ist doch einfach aus der Luft gegriffen. Jedes Wort davon ist wahr und du wirst es bestätigen. Ich bestätige gar nichts. Es hat auch keinen Zweck, wenn du deine Pistole ziehst. Du schießt nicht auf einen Unbewaffneten. Also gut. Dann ohne Pistolen. Hör mal zu, Rick, das Ganze ist doch Unfug. Rechne ich noch ab. Was ist denn überhaupt passiert? Das, was man von ihm erwarten konnte. Du hast ihm erzählt, dass wir bald heiraten. Alles Übrige kannst du dir erdenken. Ah, schon wieder da, großer Meister? An Ihrer Stelle hätte ich mich lieber rechtzeitig verdrückt, ehe Sie mal von mir einen Denkzettel kriegen. Warum gibt denn niemand dem armen Kind einen Schnuller, damit es endlich das Maul hält? Bis jetzt haben sich erst 4 Freiwillige gemeldet. Na, anders? Wie ist das? Wir könnten Ihr neues Winchester-Repetiergewehr bei der Sache gut gebrauchen. Naja, ich würde ja mitmachen, Sheriff, aber ich habe ein Haus vor der Stadt und muss vor allen Dingen auf meine Frau und auf die Kinder aufpassen. Das können Sie allein nicht. Wir bringen alle Frauen und Kinder heute Nacht in der Kirche einfach mit. Du weißt, dass er nie eine Pistole bei sich hat. Das macht nichts. Ich gebe ihm eine von meinen. Ich kann mir denken, wie dir zumute ist, aber wenn du dich selber zum Richter über ihn machst, ist damit auch nichts gebessert. Wer soll ihn sonst richten, Jim? Guten Abend, Miss Nora. Guten Abend. Mein Haus fühlt sich sehr geehrt. Wollen Sie nicht mit uns essen? Nein, danke. Ich kann nur ein paar Minuten bleiben. Rick, ich möchte etwas mit dir besprechen. Wir sehen uns später noch. Mhm. Ich will eine ehrliche Antwort auf meine Frage haben. Was willst du denn wissen? Warum hast du Streit mit Canby gehabt? Was hat er dir erzählt? Dass du eifersüchtig bist, weil ich ihn heiraten will. Hm, das ist echt Canby. Sag mir die Wahrheit, ich habe ihn eben getroffen, er hat einen Revolver bei sich. So? Er wird die Waffe morgen bei dem Überfall brauchen. Wenn ihr meinetwegen eine Schießerei anfangen wollt, werde ich das verhindern. Nora, weißt du noch, wie ich als Kind immer dein Bild auf die Tafel gemalt habe und du hast es wieder weggewischt? Bitte, Rick, gib mir eine Antwort. Das war die Antwort. Du hast mich jetzt für immer von deiner Tafel weggewischt. Mit welchem Recht könnte ich um dich kämpfen? Dann müsst ihr einen anderen Grund gehabt haben. Ich beantworte keine Frage mehr. Dann kann ich ja gehen. Du hast kein Vertrauen mehr zu mir. Das hätte ich wissen müssen. Ja, Nora, der Weg war umsonst. Verfluchte Sauwirtschaft! Ich könnte euch eine vor den Bauch knallen. Lasst euch was vorquatschen und habt keine Ahnung, was los ist. Wir wissen, was los ist, Quentin. Dein Freund Bert Davis hat eine Armee aufgestellt und uns verpfiffen. Rick Martin. Woher willst du das wissen? Gesehen haben wir ihn nicht. Er hat es gewusst. Er muss es gewesen sein. Ah. Cassie. Ah? Komm her. Ja? Du hast mich doch auf den Gedanken gebracht, mich mit Rick Martin zusammenzutun. Ah, ich weiß. An sich war es eine gute Idee und du warst ja auch einverstanden. Ja, wir haben beide eine Dummheit gemacht. Dein Pech dabei ist nur, dass ich mir das leisten kann. Und du nicht. Der alte Knochen ist zu nichts mehr zu gebrauchen, aber ich kann ihn auch nicht laufen lassen. Was habt ihr sonst noch erfahren? Auf der Straße nach Westen stehen überall Häuser. Da kommen wir in eine Falle. Bert Davis weiß, dass wir dort einen Hinterhalt erwarten. Deshalb stellt er seine Leute woanders auf. Und wir greifen dann von Westen an. Ja, natürlich. Kluges Kind. Der Sheriff hat übrigens noch behauptet, dass sie uns aus allen Fenstern mit Blei spicken. Das war Bluff. Er hat gewusst, wer ihr seid. In dem Nest gibt's keine 10 Männer, die ein Scheunentor auf 3 Schritte treffen. Haut euch jetzt hin. Morgen geht's schon früh los. Ja, warte, Rick, ich komme mit. Ich werde nicht schlau daraus. Deine Mutter hat mir gesagt, sie hätte einen Hypothekenbrief unterzeichnet. Das hat sie gedacht. Sieh dir das an. Es war ein anderes Papier darüber geklebt. Ach, dieser fromme, vorbildliche Beschützer der Kirche. Er hat deine Mutter um ihren Besitz betrogen. Mit Bibelsprüchen wird er sich hier nicht rausreden. Es ist keine Aussicht, dass uns jemand zur Hilfe kommt. Unsere Viehtreiber sind auf den Weideplätzen zwischen dem Powder River und dem Gebirge überall zerstreut. Es würde 3 Tage dauern, bis sie hier sein könnten. Aber Quentin ist morgen früh schon da. Mein Laden? Sie plündern doch sicher zuerst meinen Laden. Nein, das glaube ich nicht. Sie kommen bestimmt erstmal zu mir und lassen sich mit Schnaps volllaufen. Die beiden Waschlappen denken mal wieder wie gewöhnlich bloß an ihr Geschäft und nicht an unsere Stadt und die vielen hilflosen Frauen und Kinder. Du wirst morgen früh jeden Mann brauchen, Bett. Auf mich kannst du jedenfalls rechnen. Das habe ich mir gedacht, Jim. Und was ist mit euch? Tut mir leid, ich glaube, mit mir können Sie nicht viel anfangen. Ich kann nicht einmal mit einem Gewehr umgehen. Ja nun, ich bin kein Draufgänger. Aber ich helfe Ihnen gern, wenn Sie einen ruhigen Posten haben. Und Sie, Canby? Ich mache natürlich mit, Sheriff. Wie viele Männer stehen zur Verfügung? Ich werde froh sein, wenn ich vielleicht 10 Mann zusammenkriege. Das ist verdammt wenig. Wir müssen uns eben wehren, so gut wir können. Und mit Jim O'Hara und Rick Martin versalzen wir ihnen vielleicht die Suppe. Rick Martin? Er hat freiwillig angeboten, uns zu helfen. Ich sagte ihm, ich wollte es mit euch besprechen. Wollen Sie sich vielleicht über uns lustig machen? Oder schlagen Sie im Ernst vor, dass Rick Martin uns helfen soll, dieser Mörder? In unserer Lage würde ich selbst vom Teufel Hilfe annehmen. Ich auch, Beth. Wenn ich wüsste, dass uns der Teufel nicht in den Rücken fällt. Darin besteht ja eben die Gefahr. Woher sollen wir denn wissen, dass Rick und Quentin nicht unter einer Decke stecken? Quentin greift von draußen an und Martin überfällt uns hier. Verdammt nochmal, wollt ihr mit eurem Blödsinn quatschen endlich mal aufhören, ihr Idioten? Lass gut sein, rege dich nicht auf. Ich weiß, dass Martin es ehrlich gemeint hat. Aber wenn die Mehrheit dagegen ist, müssen wir sein Angebot ablehnen. Bravo. Wenn ich nicht alles, was ich mir in meinem Leben erarbeitet habe, in das Hotel gesteckt hätte, würde ich einen Finger rühren für euch. So wie die Dinge jetzt liegen, hat Rick Martin in der Stadt nichts mehr zu suchen. Unter diesen Umständen nicht. Wenn die Mehrheit darauf besteht, weise ich hinaus. Ja, und zwar auf Beschluss des Stadtrats. Moment mal. Wenn wir schon so klug sind, seine Hilfe abzulehnen, können wir uns wenigstens anständig zu ihm benehmen. Er wollte uns warnen, nur deshalb ist er hierher gekommen. Und er hat verdient, dass wir ihm noch ein paar Stunden Frist zubilligen. Warum nicht? Ich finde, Jim hat recht. Er darf natürlich keine Dummheiten machen. Nein, das ist nicht anzunehmen. Ich habe ihn ausdrücklich gewarnt. Die paar Stunden machen den Kohl auch nicht fit. Also geben wir ihm Zeit bis Mitternacht. Er hat sich eingebildet, dass ich mitmache. Ich kann mir nicht vorstellen, was sich Quentin von einem Überfall auf unsere kleine Stadt verspricht. Frische Pferde und Proviant. Außerdem hat er gehört, dass sein alter Freund Bett hier Sheriff geworden ist. Bett Davis, der früher zu seiner Bande gehört hat. Damals habe ich mit Quentin Banditen gejagt. Ich habe ihn verlassen, weil er selber ein Bandit geworden ist. Wie groß ist seine Bande jetzt? Er hat ungefähr noch 15 Mann. Ich will dir was sagen. Ich vergesse, dass ich dich gesehen habe, wenn du gleich abhaust. Aber mache einen Bogen um die Stadt. Ich habe gehofft, dass ihr mich vielleicht bei der Party brauchen könnt. Brauchen könnten wir dich bestimmt. Aber es kommt auf den Stadtrat an. Und da gibt es lange Gesichter, wenn ich deinen Namen nenne. Willst du es nicht wenigstens mal versuchen? Ich füttere mein Pferd und warte auf Bescheid. Also schön, ich will dir den Gefallen tun. Ich werde den Stadtrat zusammenrufen. Robert Colton, ermordet von Rick Martin. James Colton, ermordet von Rick Martin. William Colton, ermordet von Rick Martin. Ermordet? Du weißt, dass es ein fairer Kampf war, sonst hätte man mich vor Gericht gestellt. Ja, aber ich kann die Bevölkerung nicht überzeugen. Die meisten behaupten, dass du an diesem Tage nur in die Stadt geritten bist, um die 3 Coltons abzuknallen. Ja, es hat damals auf alle einen furchtbaren Eindruck gemacht, Rick. Sie haben es nicht vergessen. Revolverhelden sind bei ihnen sowieso nie beliebt gewesen. Warum treiben die sich hier rum? Meinetwegen bestimmt nicht. Rick Martin, der schnellste Schütze von Wyoming. Das wird so gesagt. Ich möchte nicht ausprobieren, ob es wahr ist. Dann bleibe hier stehen. Vielleicht probiere ich es mal aus. Bist du wahnsinnig geworden? Bei dem hast du kein Glück? Meinst du? Der lange Kerl bietet doch ein großartiges Ziel für einen Treffer. Auf die Schnelligkeit kommt es an. Das ist wichtig. Rick Martin schießt, ehe du dich besinnen kannst. Ich will dir mal was sagen. Ich schieße genauso schnell. Was willst du jetzt machen? Mein Pferd unterstellen. Und meinen einzigen Freund besuchen. Falls er das Hotel noch hat. Jim O'Hara? Ja. Aber ich muss sicher sein, dass du mir keinen Ärger machst. Ach so. Ich habe gar keine Veranlassung. Wenn man dich zufrieden lässt. Gib mir lieber dein Schießeisen. Nein, dann gibt es bestimmt Ärger. Nur wenn ich das Ding bei mir habe, halten Sie das Maul. Hast du was gegen einen ehrlichen Kampf? Nein, wenn du einen Vorschlag hast, Mr. Sheriff. Also gut, komm raus. Du kannst dir Zeit dafür lassen. Ich ziehe erst, wenn du ziehst. Ist das dein Freund, der mit der Pistole hinter dir steht? Dir sind früher bessere Sachen eingefallen. Du wirst alt. Ich habe dich gewarnt. Der Kerl da will dich von hinten erschießen. Das stimmt, Rick. Wenn Quentin dich nicht trifft, ich treffe dich sicher. Hübsches Spiel. Wer fängt an? Du bist dran. Ich habe ihn umgebracht. Ich habe ihn umgebracht. Ich glaube, wir wären alle froh, wenn Sie wieder bei uns bleiben würden. Immerhin ist es Ihre Heimat, Rick. Das dürfen Sie nicht vergessen. Und Sie bekommen Ihre Ranch wieder. Dafür sorgen wir. Vielen Dank. Sie haben es sicher gut gemeint und ich weiß Ihr Angebot auch zu schätzen, aber Nora und ich glauben, dass wir in Kalifornien glücklicher sein werden. Alles Gute, Rick. Danke. Hawk, alles Gute. Du hast versprochen, uns zu besuchen, Jim. Ich komme, bevor hier der erste Schnee fällt. Such mir inzwischen ein Plätzchen unter einer Palme aus. Ich will bei euch nur faulenzen.